Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pixel Piracy. Ja, es geht endlich weiter und wir haben immer noch das Ziel im Kopf, die mächtigste Crew hier in der Karibik zu werden. Und was natürlich bedeutet, dass wir die vier legendären Piraten besiegen. Es hat eine ganz kleine Pause gegeben von ein paar Monaten und die ignorieren wir einfach mal und tun so, als wäre nichts passiert und spielen einfach weiter. Wir werfen trotzdem auch einen ganz kurzen Blick auf, wie weit wir überhaupt sind. Ich weiß es selbst nicht mehr so hundertprozentig, was wir zuletzt gemacht haben. Unsere Crew besteht momentan aus 5 verschiedenen Leuten. Darunter bin ich, Captain Darka Total. Und wie wir hier sehen, habe ich mir relativ viele Fähigkeiten gegeben, was den Hintergrund hatte, weil ich werde ja nicht sterben, weil wenn der Captain tot ist, dann ist ja dieses Let's Play aus. Ja? Dementsprechend gebe ich mir jede Menge Eigenschaften. Aber ich habe noch 4 weitere Mitglieder. Einmal ist Kev Gravu. Der ist, glaube ich, von Anfang an schon mit dabei gewesen. Hat auch ein paar Fähigkeiten. Swimming, kann sauber machen. Wir haben, glaube ich, noch gar keinen Koch in unserer Crew. Dann haben wir Schlingman, der ist neu dabei. Der ist blind, ja. Der kann aber trotzdem kämpfen, weil ja nur jeder 5. Schlag geht daneben. Aber ansonsten ist er ganz gut, bestimmt. Muss noch ein bisschen sehr viel leveln. Dann haben wir Titus Crow und Jack Silverman. Die sind seit der letzten Episode mit dabei. Also ganz frisch dabei. Die können noch gar nichts. Seht ihr auch vom Level, die können noch wirklich nicht viel. Die müssen wir noch ein bisschen hochziehen. Ja, und das ist unsere Crew. Und natürlich, unsere Crew besteht immer noch aus unseren Community-Mitgliedern, aus den Kommentaren. Und das möchte ich auch weiterhin so halten. Also wenn wir neue Crew-Mitglieder einstellen werden, dann können die eure Namen haben. Ich habe hier zum Beispiel Jack Silverman. Das war ein Test, das ich umbenannt hatte in Jack Silvermann. Hatten wir ja alle umbenannt und das möchte ich auch weiterhin so machen. Also, wenn ihr Teil meiner Crew sein wollt und hier euren Namen lesen möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ein kleiner Bewerbungstext, der mich davon überzeugt, warum ich euch genau in meine Crew mitnehmen sollte, wäre ganz nett und die kreativsten Sachen haben dann ganz gute Möglichkeiten. Genau, Pixel Piracy, was hat sich getan seit dem letzten Mal? Es gab ein paar kleinere Patches, die haben aber mehr Bugs behoben und leider ist auch die deutsche Übersetzung immer noch nicht so toll. Also hier sieht es noch ganz gut aus. Wenn ich jetzt aber mal hier reingehe, dann seht ihr sofort, das passt gar nicht so überall rein. Also die Texte sind ein bisschen lang für die entsprechenden Boxen. Und der nächste Punkt ist, wenn ich zum Beispiel hier Hover klicke, dann steht da hier Make sure to save game before du am Segeln bist. Es ist nicht komplett übersetzt, deshalb lasse ich es mal bei Englisch und genau. Ja, so, das ist unser Schiff. Diese Insel, da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal und wir werden unsere Abenteuerreise fortsetzen. Die World Map haben sie ein bisschen grafisch geändert, was ich sehr schade finde. Hier in den Ecken, da sind die legendären Piraten. Die werden wir irgendwann mal besiegen wollen. Ich finde es ein bisschen unübersichtlicher als früher. Früher hat man immer so einen schwarzen Bereich gehabt, was man schon gesehen hat, also so einen Sichtradius. Das ist jetzt komplett weg. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde das sehr unübersichtlich so. Hier bei dem C sind wir und wir haben uns immer angewöhnt, immer so im Kreis zu fahren und die Sachen zu entdecken. Und deshalb würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob wir das hier schon geplündert haben. Wir gehen einfach mal rüber. Mit der kompletten Mannschaft natürlich. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich muss mich vor allem wieder total an die Steuerung gewöhnen. Also hier mit der linken Maustaste kann ich mich steuern. Aha, okay. Aha. Ich habe es jetzt nicht gelesen, was da ist. Ich glaube, es gab Moralboost oder irgendwie sowas. Aber hier ist jedenfalls ziemliches Mistwetter. Und wenn wir mal in die Pause gehen, dann sehen wir hier nämlich auch Statusveränderungen. Nämlich, wir sind nass. Und das ist schlecht für die Moral. Moral ist immer ein bisschen kritisch. Und wir haben auch Skorbut, weil sich unsere Piratenmannschaft ein bisschen zu ungesund ernährt. Dementsprechend lege ich da direkt mal ein bisschen gesunde Früchte auf den Boden, die sie essen können. Und das seht ihr da, Heal Scurvy. Kann ich das hier schon hinsetzen? Diese Effekte sind neu. Setze ich mal hier hin.
und dann können die sich ein bisschen heilen. So, aber wir fahren direkt weiter. Die Insel haben wir schon explored, diese noch nicht, deshalb fahren wir dahin. Sail to Destination. Und ach, ist das schön, nach so langer Zeit endlich mal wieder auf hoher See zu sein. Und hier regnet es auch nicht mehr so hässlich. Die fressen schon wunderbar. Slingman ist... hat schon... oh, schon Level 27. Not bad. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir noch so für Fähigkeiten zum Verteilen haben. Denn, unter anderem, unsere Neuesten, die können noch nicht schwimmen. Das heißt, wenn die ins Wasser fallen, dann sind sie tot. Und das wäre eher ungünstig. Er kann auch noch nicht schwimmen. Dann kann nur ich und Skef Kravu schwimmen. Dann gucken wir mal ganz schnell, was wir hier für Lernbücher haben. Cooking, Fishing. Okay, das heißt, wir können schon mal einen Koch und Fischer ausrüsten. Ich glaube, wir haben aber noch keine Angel. Map Reading, Sailing. Ja, Sailing ist natürlich nicht verkehrt, oder? Wenn wir zweimal Sailing haben. Skef Kravu kann noch nicht segeln. Aber ich würde sagen, dann kriegt einmal Slingman einmal die Fähigkeit zum Segeln. Dann fahren wir nämlich ein bisschen schneller. Und Titus Crew ebenfalls. So, was haben wir denn sonst noch? Plate Armor. Ja, warum nicht? Setz das doch mal ein, dann kriegst du weniger Damage. Das ist doch schön was. Aber Slower Movement. Vielleicht auch nicht so toll. Haben wir noch irgendwas Hübsches? Was hast du für eine Waffe? Küchenmesser. Ein bisschen XP. Das ist vielleicht dann für die beiden gar nicht schlecht. Dann setzen wir die gleich ein. Wenn wir hier Federn haben, die geben 100 XP. Ist jetzt eh nicht so viel, aber dass die mal hier ein bisschen Level aufsteigen, ist glaube ich nicht ganz verkehrt. Was haben wir noch? Nicht sonderlich viel. Treasure Maps haben wir. Okay, so langsam habe ich wieder ein bisschen Übersicht. Genau, wir sind jetzt hier, gehen mal geschlossen rüber und werden mal hier, was erwartet uns hier? Okay, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Machen wir erstmal diese Oyster hier kaputt. Da sind immer Wertgegenstände drin, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das vorhin war, als ich mal wieder die Pixel Piracy Titelmusik gehört habe. Das war echt schön. Nach so langer Zeit. Macht sie kaputt. Ah, und die ganzen Geräusche. Schön. Ich muss aber immer noch ein bisschen auf die Lebensbalken achten. Aber das sieht noch im akzeptablen Bereich aus. Unsere Crew ist ja noch nicht sonderlich stark. Vor allem die beiden neuen nicht. Die sind natürlich ganz besonders bedroht, hier relativ schnell getötet zu werden. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. So, die Krabbe ist auch instant tot. Okay, sehr schön. Crew geht mal zurück. Falsch rum. Jetzt bin ich zurückgegangen. So, hier ist ja nichts mehr zum Einsammeln. Da ist eine Kiste. Die werden wir mal interagieren. Und da war, was ist da drin? Rosary. Oh, weiß ich gerade gar nicht, was das heißt. Da muss ich mal ganz kurz übersetzen. Ich möchte euch das ja, wenn das ein Chicken ist. Rosary. Rosary ist ein Rosenkranz. Ah, ein Rosenkranz? Ein Rosenkranz. Und da ist ein Chicken Nest. Da klicke ich mal drauf. Da kommen wahrscheinlich Hühner raus. Jawohl. Da können wir wahrscheinlich... Gibt es von denen Federn? Es gibt auf alle Fälle XP. Ja, Federn und Eier. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung mehr, was die ganzen Sachen machen. Und damit ist diese Insel abgeschlossen. Und unsere nasse Crew kehrt zurück zum Schiff. Ja, das Schiff haben wir mal irgendwann gekapert. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe aber auch noch in Erinnerung, beziehungsweise ich habe nicht in Erinnerung, wir bräuchten, glaube ich, ein Dach, weil die, denen geht es nicht so sonderlich gut. Aber sie haben kein Skorbut mehr. Sie sind nur noch nass. Das ist auch nicht sonderlich schön. So, wie sieht es mit Hunger und Moral aus? Hunger gar kein Problem. Moral, unteres Niveau hier. Moral, wenn die weg ist, dann sind die böse und greifen uns selbst an. Das ist eher eher ungünstig. Aber wir fahren jetzt weiter. Hier gibt es ja nichts weiteres mehr. Und hier gibt es Piraten Stufe 3. Hier sind Piraten Stufe 2. Wie gesagt, wir fahren immer so hier im Gegenuhrzeigersinn um die Mitte. Und ich habe keine Ahnung, wo wir... Ja, doch.
Natürlich habe ich eine Ahnung, wo wir Eigenschaften finden, dass die... Also wir müssen in die Dörfer, um uns die Skills zu kaufen für unsere neuen Piraten. Wir müssen aber gleichzeitig Geld verdienen. Wir haben momentan 660 etwa. Wir kämpfen natürlich gegen die. Jo, kommt rüber. Guck mal, da sind Haustiere. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Also wir brauchen Geld, um einerseits natürlich unsere Crew zu bezahlen. Immer wenn die Moral runtergeht, dann sollten wir sie bezahlen, damit... das ist unübersichtlich. Doch, geht ganz gut. Damit sie wieder uns gnädig bestimmt sind und nicht meutern. Und da oben ist noch eine Krabbe, die wollen wir auch noch kaputt machen. Die gibt Krabbenfleisch. Und natürlich wollen wir uns auch neue Crewmitglieder holen, bessere Ausrüstung. Und dafür brauchen wir eben sehr viel Geld. In Staffel 1 hatten wir immer so ein bisschen Geldproblem. Geld- und Moralproblem im Grunde. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es jetzt nach dem größeren Update, mit dem wir ja in Staffel 2 angefangen haben, besser ist. Aber das sagt noch gar nichts. Jetzt muss ich aufpassen. Plunder und Capture. Wir wollen dieses Schiff nicht capturen, sondern wir wollen es plundern. Ja, genau. Und dann fliegt das in die Luft. Wow, das ist ein neuer Effekt, oder? Und jetzt haben wir Geld bekommen und wahrscheinlich auch Bauteile. Das finde ich immer noch schade, dass das immer so kurz eingeblendet wird. Wir können nämlich unser Schiff natürlich auch ausbauen. Wenn wir irgendwo an einer Insel sind, dann können wir das machen. Leider nicht hier auf hoher See. Hier bleibt uns nur die Möglichkeit, weiter zu segeln, was wir natürlich auch gerne machen. Ja, und um es nochmal einzuschätzen, Leute, geht doch mal unter Deck. Da oben ist nass. Um es nochmal besser einzuschätzen, wir haben jetzt 800 Gold und unsere Crew hat so ein bisschen weniger als die Hälfte der Moral. Und wenn wir alle bezahlen müssen, dann müssten wir 100 bezahlen. Also das geht noch, ja. Also das, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Da müssen wir noch ein paar Leute, ein paar Schiffe, ein paar gegnerische Piratenschiffe kaputt machen und dann ist das ganz gut. Ja, es dauert immer so ein bisschen. Hier oben sehen wir die Prozentzahl, wie weit wir schon fortgeschritten sind bis zum nächsten Ziel. Das werden wir, die Geschwindigkeit werden wir im Laufe der Zeit auch erhöhen. Einmal durch Attribute, aber auch durch Schiffausbau. So, und dann schauen wir uns die nochmal an, drücken nochmal auf Pause. Da hat schon wieder jemand Skorbut, sehr schön. Das ist ja ein kleines Schiffchen. Süß. Da gehen wir gleich mal rüber, sagen Hallo. Die haben nicht sonderlich gut geputzt, da liegen nämlich so kleine Kackhaufen. Und Regel Nummer 1, geht weg vom Rand. Genau, und ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Fähigkeit, meinen Angriff verbessert. So war es das jetzt hier auf dem Schiff schon. Das war ja mickrig. Also durch eigentlich alles, was wir hier machen, verbessern wir auch unsere Fähigkeiten. Das ist ziemlich cool. So, und jetzt schauen wir nochmal genau zu, wie wir dieses Schiff plündern. Boom! Ja, diese Animation ist, glaube ich, neu. Und damit geht es dann direkt weiter. Hier ist eine Stadt, da waren wir schon mal. Ich bin fast dafür, dass wir da einen kleinen Ausflug nach unten machen, weil Grocery, Sailing Store, vielleicht finden wir da ein paar nette Sachen, die wir benutzen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, und jetzt regnet es zum Glück nicht mehr. Das ist immer sehr gut. Ja, und wie gut es unserer Mannschaft geht, sehen wir immer hier an diesen Smileys. Solange das gelb ist, ist es in Ordnung. Sobald es rot wird, sollten wir was tun. Dann ist nämlich die Moral ziemlich im Keller. Und das ist ein großes Schiff. Das ist ein sehr großes Schiff. Was ist das für ein Schiff? Was ist das denn? Sunland? Dieses Icon kenne ich nicht. Das ist neu. Das sind Piraten Stufe 3. Okay, wir hatten zuvor Stufe 2. Kriegen wir das hin? Oh, da ist schon der erste. Schlingman hier, ne? Schon schlecht drauf. Ich auch. Das finde ich auch toll. Ich bin selbst schlecht drauf. Großartig. Muss ich mich selbst bezahlen? Ehrlich, ich muss mich selbst bezahlen. Okay. Dann geben wir es mal aus. Jetzt sind alle wieder grün und glücklich. Und wir besuchen die mal da drüben. Und schauen wir mal, wie gut wir gegen Level 3 Piraten kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal gegen Level 3 Piraten gekämpft haben. Aber ist ja auch egal. So,
So, ich drücke immer mal auf Pause, um zu gucken, wie es uns geht. Aber wir sind eigentlich... Sieht ganz gut aus. Wir haben... Manche von uns haben Nahkampfwaffen, manche haben Fernkampfwaffen. Das sieht eigentlich echt gut aus. Also, da haben wir noch keine großen Probleme. Das finde ich schön. So, diese... Die machen wir kaputt. Was haben wir da gefunden? Gold, Bandages, Waffen. Okay. Sonst ist hier nichts. Aber unserer Mannschaft geht es echt gut. Das ging ja besser, als ich dachte. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir dieses Schiff nehmen oder ob wir unser Schiff nehmen. Ich bin aber fast dafür, dass wir unser Schiff weiterhin nehmen und das hier sprengen. Dann kriegen wir nämlich mehr Geld, mehr Materialien. Und ehrlich gesagt, ich möchte mir irgendwann lieber mein Schiff selbst zusammenbauen und reise deshalb momentan lieber noch in diesem unauffälligen Nussschale umher. Dann unterschätzen uns die gegnerischen Piraten, oder? So. Und jetzt plündern wir das Ganze. Es gibt 230 Gold und eine Lampe. Eine Lampe? Wir haben eine Lampe gefunden, okay. Ich kann immer noch nicht das Schiff ändern. Nein, ich kann nur essen. Ich kann nicht mal essen. Flagge. Aha, okay. Ich kann nicht mehr Essen auf das Schiff legen. Das ist ja ein bisschen dreckig. Okay, und dann geht's weiter. Ich würde sagen, also wie gesagt, ich würde sagen, wir... Ich habe Angst vor diesem Logo. Da müssen wir noch nicht hin. Das ist erst in der nächsten Runde. Wir machen einen kleinen Ausflug darunter in die Stadt, in der wir schon mal waren. Ich glaube, da war zwar jetzt keine Taverne. In der Taverne wird Moral auch wieder hergestellt. Das ist immer ganz praktisch. Gott, wir brauchen wirklich ein Dach da drauf. Das wird sehr lustig, ein überdachtes Piratenschiff irgendwann mal. Ganz großartig. Aber warum auch nicht, gell? So, wenn die dann mal... Die gehen auch immer in den Regen, ja? Die möchten nass werden. Ach, ich freue mich wieder Pixel Piracy zu spielen. Ganz ehrlich, das macht echt Spaß. Vor allem nach so langer Zeit. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß, wieder zuzuschauen. Weapons, Food, Ships. Okay. Gut, da werden wir jetzt eher nichts finden. Wir hätten so einen Bücherhändler gebraucht. Aber ich gehe trotzdem gerne mal durch. Wir können unser Zeug mal verkaufen. Beziehungsweise wir können auch mal schauen, was wir so jetzt gefunden haben. Was haben wir denn Schönes? Krabbenfleisch, das gibt Leben, das gibt Moral und macht uns betrunken. Macht irgendwie Sinn bei rum. Bananen geben Leben zurück. Treasure Map. Ich glaube, die können wir einfach ausführen und dann kriegen wir auf der Weltkarte angezeigt, wo Schätze sind. Also jetzt schauen wir uns nochmal die Karte an. So sieht es momentan aus. Und wenn ich jetzt so eine Treasure Map ausführe, ich mache einfach mal alle gleich, weil warum auch nicht, dann, genau, kriegen wir hier angezeigt, wo Schätze sind. Und da können wir dann wahrscheinlich irgendwas Tolles finden. Das wird wahrscheinlich eine Schatztruhe sein. Gut, das heißt, diese Schatzkarten sollten wir immer instant einbauen. Das gibt Leben. Hat irgendjemand eine Ranged Weapon? Ein Stein. Ein Stein ist jetzt nicht sonderlich. Das will ich jetzt nicht upgraden. Also Grindstones, damit kann man die verbessern. Windeln, damit machen unsere Piraten keine... Die pupsen nicht mehr. Rosary, das gibt mehr... Ah, das ist ja der Rosenkranz, den wir vorhin gefunden haben. Damit... Kriegen die besseren mehr Schaden? Hat er die automatisch ausgerüstet? Das ist ja interessant. Okay, Autoelixier. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. 100% Hunger, 50% Leben. Wenn wir bluten, können wir Bandages verwenden. Das ist ganz praktisch, sonst verbluten wir. Das hatten wir auch schon mal. Ja, und wir bräuchten immer noch eine Angel. Wir können nämlich angeln, dann kriegen wir Fisch und Cake. Oh, 2 TP direkt, das ist auch cool. Okay, eigentlich finden wir nicht sonderlich was. Die Armor ist natürlich super. Aber wenn wir uns langsam bewegen, finde ich auch ein bisschen blöd. Und dann kriegen hier unsere beiden Neuen mal wieder ein paar Federn. 1, 2. Und Jack Silverman genauso. Ein bisschen mehr XP. Strikes, Map Awareness. Boss Strike, Map Breeding, Fishing, Cooking. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier zu dem Waffenhändler und verkaufen Stuff. Sell. Gott. Wir haben eine Fishing Rod. Wer hat die denn?
Ah, die ist hier drin. Okay. Genau. Ich würde sagen, Jack Silverman. Wer möchte. Nee, Moment. Wer war der Blinde? Slingman, du warst der Blinde, gell? Ah, du hast sehr viel Intelligenz, aber nicht viel Stärke. Ich möchte dem fast die Angel in die Hand drücken. Und ihm dann auch beibringen, dass er fischen kann. Weil dann haben wir schon mal einen in der Crew, der fischen kann. Das ist gut. Und einer von euch muss kochen. Kochen kann man immer schön. Ich weiß nicht, Scav Crew Cleaning, der macht schon sauber. Falcon Dance, Level 99. Nice. Dann darf Jack Silverman kochen. Das Küchenmesser. Das kann man aus. Ah, das ist ein passives Item. Okay, passt. Dann darfst du kochen. Und jedes Mal, wenn wir dann Fisch bekommen, können wir das irgendwie hinlegen. Und Jack Silverman wird das Ganze dann fischen. Das ist ganz cool. Und jetzt schauen wir mal, was wir verkaufen. Die Dinger sind eigentlich recht. Ja, wir sollten noch mal gucken, ob die auch die beste Waffe haben. Der hat einen Damage per Second von 544. Was haben wir denn hier? Das Ding ist auf alle Fälle schon mal besser. Das ist zwar Level 4, das ist schon mal irgendwann aufgelevelt worden. Der Rest ist eigentlich relativ witzlos. Gut, die können wir alle verkaufen. Und ansonsten hätten wir vielleicht noch die Ranged-Sachen. Mal gucken. Das sind nur Steine. Steine finde ich echt witzlos. Gut, dann können wir eigentlich alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Rocks nicht, Axt nicht. Ist da jetzt unten irgendwas, was wir brauchen könnten? Nö. Nö. Die Mini-Pistole vielleicht. Die behalten wir mal, aber sonst. Ist das jetzt alles weg? Und hier haben wir noch eine Angel. Die würde ich mir fast holen. Es gibt später auch noch eine Angel, mit der kann man auch kämpfen. Aber das ist nie verkehrt, wenn man noch eine. Komm, wir holen gleich zwei. Der Rest brauchen wir erstmal nicht. Genau. So. Dann gucken wir noch, ob wir ein bisschen was zu essen holen. Nachdem wir hier Zitrusfrüchte und so weiter brauchen. Früchte 20, Zitrus kostet mehr, Fisch haben wir bald selbst genug. Ja, wir brauchen relativ viel Früchte. Ich hole mal für 200 Gold Früchte. Und damit kann es dann auch wieder zurück an Bord gehen. Und damit wir es nicht vergessen, werden wir auch gleich das Essen mal hier verteilen. Wir haben hier einmal Früchte. Die lege ich mal hier und da und dahin. Und dann haben wir die Biskuits. So. Meeresfrüchte sozusagen. Gut. Dann ist das Ganze mal ein bisschen besser. Sehr schön. So, und sobald die ganze Crew dann wieder an Bord ist, ich bin natürlich wieder der Letzte, ja, das ist klar. Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, können wir nicht uns dann doch schon mal ein kleines Dach basteln. Da bin ich sehr dafür. Das ist jetzt zwar noch nicht, also das baue ich jetzt wirklich. Oh, das ist eins zu hoch. Das baue ich jetzt wirklich nur, damit wir da oben nicht im Regen stehen die ganze Zeit. Das nervt mich nämlich so ein bisschen. So. Und damit es noch ein bisschen hübscher ist. So rum. Kann ich das irgendwie drehen? Kann ich das drehen? Naja, passt schon. Passt schon irgendwie. Und dann setze ich da das Ding auch noch hin. Dann sieht unser Schiff jetzt zwar ein bisschen komisch aus, aber warum auch nicht? So, die Dinger können wir jetzt dann da oben hinsetzen. Das sieht total komisch aus, das Schiff. zack, zack, zack. So wollte ich das gar nicht.
Also das ist jetzt alles nur sehr provisorisch. Das werden wir alles umbauen. Wood Wall Blue. Oh, es gibt jetzt blaue Rückwand. Ehrlich? Okay. Das wird aber nicht reichen. Wie viel haben wir noch? Fünf. Okay, da haben sie dann wohl doch einige Deko-Sachen eingebaut. Ich verbaue die jetzt einfach mal so komplett. Auch wenn es komisch aussieht. Und da kommt wieder ein bisschen Leiter hin. Und dann haben wir auf alle Fälle jetzt erstmal. Was ist das? Kanonenfenster. Ja, wie auch immer. Komisches Schiff. Sehr, sehr, sehr eigen. Unsuitable. Rude. Die Crew kommt da nicht mehr hin. Warum? Warum kommt ihr da jetzt nicht mehr hin? Wegen dem? Not all parts reach here. Was? Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ding, 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 ding. Wie kann ich das denn drehen? Gibt es irgendwelche lustigen Tasten, die ich nicht kenne? Mausrad? Ah, okay, so geht's. Einfach, wenn es gesetzt ist, nochmal draufpappen. Aber warum kommt die Crew jetzt da nicht mehr hin? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch nichts gemacht. An dem kann sie ja auch nicht liegen. I don't get it. Der Deko wird sie ja auch nicht liegen. Warum kommt ihr da nicht mehr hin? Wollt ihr mich verscheißern? Ah, da fehlt eine Hülle. Okay. Da fehlt was und deshalb kommen die da nicht mehr rüber. Das macht natürlich Sinn. Dachte ich. Warum? Ihr kommt doch da hin. Oh, da fehlt noch eine Hülle. Das ist ein bisschen fummelig. Da, guck mal hier. Aber jetzt kommt ihr doch alle hin. Guck mal, ihr kommt da rüber. Außer ihr. Warum magst du nicht? Okay, das definiere ich jetzt mal als Bug. Ihr kommt raus und rein, ihr seid alle glücklich. So. Warum das Label da jetzt ist, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wir fahren jetzt weiter, bevor unsere Crew hier verhungert. Eins schauen wir uns noch an. Also wir sind jetzt hier. Da waren wir zuvor. Das heißt, wir schauen uns diese neue Insel da oben an. Da fahren wir irgendwann anders vorbei. Jetzt darf ich nicht weiterfahren, weil das Ding da. Och, Leute. Was ist kaputt? Crew geht doch nochmal raus. Damit ich hier alles sehe. Not all parts reach here. Mag er das da oben nicht, weil da so eine Lücke drin ist, oder wie? Ich verklick mich ständig. Magst du das hier nicht? Irgendwie ist das. Ich mach das hier oben nochmal weg. Also so weit war das ja schon. Das ist sehr eigenartig. Ich mache das jetzt einfach mal wieder rückgängig. Aha, so geht's. Ach so, weil die da oben theoretisch auch gehen könnten. Oder? Kann das sein? Ihr könntet hier oben theoretisch gehen, aber ihr würdet da nicht hinkommen. Und deshalb darf ich nicht wegfahren. Ehrlich? Das ist doch doof. Aber jetzt könntet ihr doch auch. Also, ich finde, das macht gerade nicht sonderlich viel Sinn. Wer sieht das? Er überlegt schon wieder. Sehr eigenartig.
So, und wenn ich jetzt die Leitern da hinsetze. Und jetzt ist alles in Ordnung? Jetzt habe ich es natürlich auch wieder eins höher gebaut, ne? Das kommt natürlich dazu. Und wenn ich das jetzt wieder eins tiefer baue, dann wieder mehr, dann will er wieder nicht, oder wie? Ehrlich? So. Aus irgendeinem Grund. Ich wollte doch nur ganz kurz das Schiff umbauen. Also wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe, dann bitte sagt mir Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe. Hier noch ein bisschen rot, hier noch ein bisschen gelb. Komisches Schiff. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Okay, okay. So, und jetzt machen wir aber diese Insel noch. Doch noch. Sehr eigenartig. Ich merke schon, wenn wir uns irgendwann mal doch ein großes Schiff bauen möchten, das ist sehr bunt hier, hat so ein bisschen was von Tetris, dann werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Ich finde es auch sehr lustig, dass hier hinter der Leiter so ein Kanonenloch ist. Das ist auch eher nicht ideal. Aber gut. Ah, Pixel Piracy, Pixel Piracy. Sehr schön. So, wir haben viel Geld ausgegeben. Wir müssen viel Geld wieder verdienen. Was haben wir denn da Schönes? Spinnen. Oh nee, die hauen uns wieder mit ihrem Spinnenleben ein. Vermute ich mal ganz stark. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das mal hatten. Wir müssen jetzt stark aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie ins Wasser fallen. Und so eine Schnappschildkröte. Die Schildkröten sind echt fies. Man sieht leider... Oh! Oh! Einer ist tot! Ein Pirat ist tot! Schlingman! Es war Schlingman! Oh mein Gott, es tut mir leid! Es tut mir leid! Oh! Oh Gott! Wann haben wir den denn verloren? Das ist das Problem, weil man nicht so wirklich einen Überblick kriegt. So, ich krieg hier zwar meine Gesundheitsanzeige an. Wir haben Schlingman verloren. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja, mit anderen Worten, wir werden relativ bald einen neuen Piraten brauchen. Es tut mir so leid. Schlingman war es. Wer war denn jetzt unser Koch? Unser Fischer? War das nicht Schlingman? Nein! Ja, gut. Ja, es war unser. Der hat natürlich jetzt auch die Ausrüstung verloren. Oh, nee. Damn it. Okay, Fail beim Restart von Pixel Piracy. Es tut mir wahnsinnig leid, Slingman, dass du nicht mehr mit dabei bist. Und, naja. Wir haben eine Angel verloren. Das war natürlich jetzt ein teurer Spaß. Dann kriegt auf alle Fälle jetzt erstmal. Wer war der Koch? Jack Silverman war der Koch. Dann darf Titus erstmal fischen. Und kriegt auch eine Angel ausgerüstet. Was ist da der Unterschied? Die sehen unterschiedlich aus. Sind aber komplett gleich. Interessant. Okay. Ja. Damit danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, wir brauchen Bewerbungsgespräche, Bewerbungen hier. Also wenn ihr Teil unserer Crew werden möchtet, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.